Ja, das habe ich eben schon angedeutet, dass es immer mal wieder gut sein kann, so einen Dämpfer vor die Brust zu bekommen. Ich denke nicht, dass wir aufgrund dieses Spiels Selbstvertrauen einbüßen sollten. Wir haben toll gekämpft, wir haben gut gespielt, aber dann vielleicht der ein oder andere sich eben bewusst wird, dass im Konzert der ganz großen 100% oder 110% Konzentration, um das mathematisch unmöglich hier anzuführen, vonnöten sind, um eben solche Gegner besiegen zu können, dass man es nicht nur oder dass es nicht nur reicht, an seinem Limit zu spielen, sondern eben, dass man seine Grenzen auch erweitern muss in so einem Turnier. Und ja, ich hoffe, dass wir jetzt eine Lektion erteilt bekommen haben, wie gesagt, und dann eben gestärkt daraus hervorgehen. Wir wissen auch, dass wir mit der Leistung wahrscheinlich gegen Frankreich keine Chance haben werden, aber ich bin mir trotzdem sicher, dass wir nochmal ein anderes Gesicht zeigen werden gegen Frankreich und dort alles reinhauen werden. Und wenn eine Chance sich ergibt, dann wollen wir da sein. Ja, schon die Enttäuschung, muss ich sagen, weil wir in der ersten Halbzeit nicht die Abwehr auf die Platte bringen, die wir spielen können und dazu zu einfach die Gegentore kriegen. Und dann machen wir uns das Leben durch freie Chancen, die wir vergeben, einfach selbst schwer. Und das ist natürlich total unnötig und vermeidbar. Haben wir auch in den letzten Tagen schon deutlich besser gemacht. Von daher ist sicherlich die Enttäuschung da. Das wird auch den Abend heute noch anhalten, aber dann ab morgen ist voller Fokus und die Vorfreude aufs Viertelfinale.